Herzlich willkommen im Digibet Studio. Heute am Freitag eine Ausgabe, die sich ausnahmsweise nur mit Boxen befasst. Denn Felix Sturm verteidigt heute Abend in der SAP Arena von Mannheim seinen WM-Titel im Mittelgewicht gegen Martin Murray aus England. Diesen Kampf können Sie ab 22.15 Uhr live bei Sat.1 sehen und dann können Sie auch mich dabei erspähen, denn ich bin der Live-Kommentator für Sat.1 am Ring und deshalb bin ich ganz gut über diesen Kampf informiert natürlich. Ich war beim letzten Training von Felix Sturm. Er hat hervorragend trainiert, sein letztes Sparring gemacht in der letzten Woche. Das sah sehr gut aus. Da hat er sehr konzentriert gewirkt und bei ihm sitzt der Stachel ja noch so ein bisschen im Fleisch, weil er nicht so richtig zufrieden war mit seinem letzten Kampf im Juni gegen Matthew Macklin, ebenfalls aus Großbritannien. Das war ein toller, spannender Kampf, ein hochklassiger Fight. Allerdings blieb Felix Sturm da ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Am Ende kam er zu einem knappen Punktsieg, aber das hat ihn gewurmt. Er ist sehr ehrgeizig, dass er da nicht seine beste Leistung zeigen konnte. Und das will er am heutigen Abend allen beweisen, dass er es drauf hat. Und da will er Martin Murray eindeutig besiegen. Aber dieser Engländer ist nicht schlecht. Er hat unter anderem ein Prizefighter-Turnier gewonnen. Das ist eine Veranstaltung, bei der man an einem Abend dreimal in den Ring steigen muss und dreimal gewinnen muss, wenn man das Turnier gewinnen will. Nach K.O.-System wird da gekämpft. Der Verlierer scheidet aus, der Sieger bleibt für die nächste Runde im Wettbewerb. Und da hat dieser Martin Murray sehr viel Ehrgeiz und Kondition bewiesen und hat dieses Turnier gewonnen. Also ist ein harter Hund, das ist klar. Er ist außerdem der Commonwealth Champion. Das ist gar kein so schlechter Titel. Immerhin gehören 54 Nationen dem British Commonwealth, dem britischen früheren Empire an. Und da sind durchaus auch einige gute Boxnationen dabei. Außerdem ist er britischer Meister und WBA Interconti Champion. Und dieser Titel, der berechtigt ja immer, den Weltmeister herauszufordern. Felix Sturm ist aber ganz gut drauf und deshalb rechne ich auch mit einem Sieg von Felix Sturm. Ich habe es ja eben schon gesagt, er will es allen zeigen. Aber wie gesagt, Martin Murray ist auch nicht von Pappe. 23 Kämpfe hat er bisher bestritten und 23 Mal gewonnen, davon 10 durch K.O. Also er ist ein wirklich guter Fighter. Er hat genau wie Felix Sturm vielleicht auch nicht unbedingt den Knockout-Punch und deshalb könnte dieser Kampf sicherlich über die 12 Runden gehen. Also das vermute ich sehr stark, aber ich denke doch, Felix Sturm ist der klare Favorit und wir gucken uns mal die Quoten an. Und da sehen wir Felix Sturm gegen Martin Murray. 1,17 gibt es für den Euro zurück bei einem Sieg, egal wie, für Felix Sturm. 34 € für ein Unentschieden und 4,35 € für einen Sieg für Martin Murray. Siegt Felix Sturm nach Punkten, dann erhöht sich die Quote etwas, wenn Sie sich da festlegen wollen. Das ist durchaus möglich, denn Felix Sturm gewinnt ja gerne eindeutig nach Punkten. 1,55 gibt es dann für den 1 Euro zurück und 8,50 € bei einem Punktsieg für Martin Murray. Und Sie können natürlich auch sich festlegen auf eine Runde, in der einer der beiden mit K.O. gewinnt. Zum Beispiel sollte Sturm in der ersten Runde mit K.O. gewinnen, gibt es 34 € für den 1 Euro zurück. Noch höher ist da die Quote natürlich bei Martin Murray. Für den gäbe es bei einem K.O.-Sieg in Runde 1 für 1,81 € zurück. Und das Ganze setzt sich dann so fort. Aber sie sind in der Regel bei Felix Sturm ganz gut damit beraten, wenn sie auf einen Punktsieg ausgehen. Er kann auch K.O. schlagen. Das hat er schon öfter bewiesen. Wenn er die Chance hat, dann schlägt er auch, schlägt sehr hart. Er hat am Training gerade an seinem harten Punch gearbeitet. Also wenn sich die Gelegenheit bietet, dann wird er Martin Murray auch K.O. schlagen können. Aber ich glaube doch eher, dass es auf einen eindeutigen Punktsieg herausläuft. Wir werden einen Felix Sturm in Topform sehen und ich kann Ihnen nur raten, schalten Sie heute Abend ein, ab 22.15 Uhr live bei Sat.1.
Ich bin auch dabei, das habe ich schon gesagt. Ich verabschiede mich und weise dann morgen auf die große Samstagsausgabe, die Wochenendausgabe hin. Natürlich wieder mit ganz viel Fußball und mit Christian Sprenger.